So, das hier ist eine zweite Testaufnahme. Ich habe vorhin die Stream-Settings getestet und festgestellt, dass die Qualität sehr mies ist, weil ich nur eine geringe Bitrate einstellen kann, wenn ich streamen will, weil ich halt nur DSL 6000 effektiv habe. Und da kann ich dann im Upstream mir nur ungefähr 440 Kilobit Videobandbreite leisten. Das sieht zum Heulen aus. Das jetzt ist für Aufnahmen auf Festplatte mit einem Megabit. Sogar ein bisschen mehr. Dann gucken wir an, wie das aussieht. In diesem dunklen Bereich, wo ich gerade bin, wird wahrscheinlich das Äußere total verwaschen sein. Das ist meine neue Dämonenjägerin übrigens. Wie man sieht, die Skills noch gar nicht gut eingestellt. Ich nehme eigentlich hier nur den Hangeren Arrow. Die fallen nicht mal und zwei andere Skills habe ich noch nicht mal geskillt. Das hier ist nicht auf dem Friedhof, sondern dieser Zufallsdungeon in den Fields of Misery. Was ein bisschen umständlich ist bei der Aufnahme ist, dass ich wirklich in 1280x720p spielen muss, weil wenn ich Diablo 3 spiele, sonst ist Framegrabbing total lahm ist. Da hatte ich mir extra mal DXTory, so ein Tool, gekauft, was man nutzen kann, um direkt über die DirectX-Schnittstelle das Frame abzugreifen und dann macht das Tool daraus eine Kamera praktisch, das man dann in XSplit, der Streaming-Anwendung, einbinden kann. Aber das funktioniert nicht mehr irgendwie, ganz komisch. Und so kriege ich jetzt nur eine vernünftige Framerate hin, wenn ich mit relativ geringer Auflösung spiele. Außerdem hat Diablo 3 sowieso einige Probleme, was die Engine angeht. Wenn man zum Beispiel im Spiel die Auflösung ändert, aber nicht im Vollbitmodus ist, sondern im Fenstermodus, dann behält er das Seitenverhältnis bei, das eingestellt war, als man das Spiel gestartet hat. Also wenn man das Seitenverhältnis dann ändert, dann ist das Bild verzerrt, weil er vom alten ausgeht. Und dann sind sogar die Pixel manchmal hochgezoomt, wenn man jetzt von der niedrigen Auflösung auf eine größere geht. Das ist wirklich komisch. Und was mich voll ärgert, ist, dass Diablo 3 beim Beenden immer den Gamma-Wert auf 1 zurücksetzt. Dann ist mein Windows immer ganz dunkel, weil ich den Gamma-Wert hochziehe ein bisschen. In Diablo sowieso, weil man sonst gar nichts sieht. Ich weiß auch nicht, ob das auffällt. Diese Aufnahme müsste heller sein als normal. Normal wäre so. Aber ich benutze Dark D3 mit einem geänderten Pfeil, um es nicht dunkler, sondern heller zu machen, damit man auf dem Stream überhaupt noch was sieht. Bin ich ein bisschen enttäuscht von diesem Dungeon. Ist hier gar nicht irgendwie ein. Ach, da ganz hinten geht's weiter. Jetzt darf ich den ganzen Weg zurücklatschen. Er ist doch voll zum Heulen. Die Testaufnahme läuft mit 20 Frames pro Sekunde. 30 wären eigentlich besser, um wirklich einen richtig flüssigen Eindruck zu gewinnen. Aber weil das Framegrabbing in Diablo sowieso schon ziemlich viel Performance frisst, begnüge ich mich mal mit 20.
Als ich kürzlich eine andere Grafikkarte drin hatte, habe ich leider nicht die Zeit gefunden zu testen, ob eine schnellere Grafikkarte auch das Framegrabbing verschnellern kann. Zu hoffen wäre es ja. Was mich ein bisschen ärgert ist bei Diablo 3, dass zum Beispiel dieser Zufallsdungeon, der benutzt ja das Tileset von einem Quest-Dungeon, genau dieselbe Einfärbung benutzt, dieses grün-blaue. Das wäre ja wohl nicht der Aufwand gewesen, jetzt für die Zufallsdungeon etwas andere Einfärbung zu nutzen, damit man sofort sieht, aha, ich bin jetzt hier nicht in der Krypt auf dem Friedhof oder bei Leoric unten im Keller, sondern in so einem Zufallsdungeon. Um dir weiterzusagen, lege ich diese Falle, ohne genau zu wissen, was sie macht. Macht die überhaupt Schaden oder verlangsamt die bloß? So, jetzt muss ich mal überlegen. Jetzt lasse ich erstmal das Leben wieder aufladen. Dann meine Potion nochmal saufen. Aber wenn ich jetzt nach unten hingehe, kann es sein, dass genau die alle da stehen und mich tothauen wollen. Im Hardcore-Modus hier ist es unpraktisch. Dann gehe ich einfach mal in die Stadt schnell und verkaufe mein Zeug, während hier Potion im Cooldown ist. Halt. Die waren grün irgendwie. Will ich mal anziehen. Mann, ist das der Stress hier unten. Kommen da nochmal neue Monster? Ich müsste doch mal hier langsam eigentlich. Ja, sieht so aus, als ob die langsam alle gestorben sind. Gut. Weil bei den Untoten ist der Terminus gestorben, sowieso. Nicht frei von Ironie. Da fragt man sich ja auch, wie ein Untoter jetzt nochmal sterben kann. Ohne dass man jetzt den Körper physikalisch vernichtet durch Feuer oder so. Also wenn es irgendwie von unheiliger Lebensenergie beseelt ist, dass er sich noch bewegen kann, obwohl er gar nicht mehr lebt, dann dürften ihn auch so ein paar Löcher im Bauch nicht weiter stören. Also lebenswichtige Organe hat er sowieso nicht im Sinne von funktionierenden Organen. So. Also mein DH macht ein bisschen wenig Schaden, finde ich. Endlich Level 10, endlich einen passiven Skill, gleich mal gucken. Was ich da nehmen? Gut, eine dicke Schatztruhe, das lohnt sich ja. Jetzt ist hier so ein blaues Item fallen, was bestimmt überhaupt nichts taugt. Mal angucken.
Alles Quatsch, ich will einfach einen passiven Skill, der mir ständig irgendwie einen kleinen Bonus bringt. Alle 10 Sekunden, ich kann nicht darauf warten, dass der Cooldown hier von runter ist und ich dann zufällig mal ein Ziel unbeweglich mache. Allerdings die Sachen hier nutze ich sowieso nicht, dann muss ich wohl den nehmen. Moment, wollte ich natürlich, wenn überhaupt, hier auf. So, und hier noch was Gutes. Entangling, ja gut, nehme ich halt Entangling. So. Jetzt laufe ich hier schon ewig rum, wie man sieht. Habe schon alle möglichen Höhlen ausgeräuchert, aber noch immer nicht die Questhöhle gefunden. Wie man merkt, spiele ich ohne Sound. Vor allem deshalb, weil ich die ständigen Beschwerden vom Templer nicht mehr ertragen kann. Was mir ein bisschen missfällt bei Diablo 3 ist die unterschiedliche Ausarbeitung der Gebiete. Dieses Gebiet hier, Fields of Misery, da gibt es mindestens 5, wenn nicht sogar noch mehr, mögliche Questfelder. Wahrscheinlich noch mehr. Also es gibt diesen Mann, der seine tote Mutter pflegt. Dann diese Katakomben, wo ich eben drin war. Dann diese Scavenger-Höhle. Irgendwelche Häuser, wo man was kaufen kann. Da gibt es dann wie einen Bauer, der sonst eine Plage auf dem Feld hat. Da gibt es so ein, das ist immer am Rand, so eine Reihe, wo die Bäume auf einmal alle auf einen zurennen. Nur ein paar Sachen, die ich jetzt wahrscheinlich vergessen habe. Womit das Gebiet einen gewissen Charakter gewinnt, wenn man das spielt. Während es in anderen Akten Gebiete gibt, wo man einfach nur durchrennt. Weil da vielleicht mal ein zufälliger Dungeon ist. Aber das war's dann auch. Wobei diese Zufallsdungeons, das hatte ich ja schon erwähnt, das Problem haben, dass die genau dieselbe Nachbearbeitungseinfärbung nutzen wie die Quest-Dungeons. Hier zum Beispiel, hier sieht man ja, jetzt ist hier was rot. Alles rot, wenn ich hier hingehe, ist es blau. Das ist ja nur eine Nachfärbung von den Texturen durch die Beleuchtung. Da wäre es kein Problem gewesen, würde ich sagen, bei den Quest Dungeons halt eine etwas andere Farbwert zu setzen. So, hoffentlich lässt sich diese Aufnahme auch irgendwie gebrauchen. Die Testaufnahme für Stream werde ich wohl nicht hochladen, weil die Qualität saumies ist vom Video. Da kann ich also es vergessen, denke ich mal. Diablo 3 ordentlich online zu streamen, müsste ich vielleicht mal irgendwie gucken, ob ich mit gesenkter Auflösung da was machen kann.
Tutoran-Tempel. Haben Sie ja schon Mühe gegeben, hier zum Beispiel hat man so ein Kachelstück mit diesen verfallenen Mauern. Da relativ abwechslungsreich dem Gebiet eine Hintergrundgeschichte zu geben, dass man sich dann vorstellen kann, ja, da stand früher ein Haus, ist jetzt total zerfallen, steht bloß noch die Ruinen. Jetzt erzählt er wieder so lange. Da gibt es jetzt gleich zwei Sachen. Einerseits der Dieb, der schwört, dass er sagt, dass die Diebesgilde mich finden wird. Röchelt er nach raus. Dabei findet er die Diebesgilde im ganzen Spiel nicht mehr. Das könnte man ja sagen, ja, was ist das denn? Haben die das jetzt vergessen, da die Story vorzuschreiben? Aber jetzt kann man also sehen, dass aus Sicht des Diebs das so ist, aber dass es ein leerer Wunsch war. Was sich dann mehr stört, ist, wenn er jetzt hier Nigel Katzrot umfällt, dass auch seine ganzen Spießgesellen ausgeblendet werden. Also das ist für mich ein größerer Bruch an der Kontinuität. Während in diesem Drowned Temple, in dem man nachher ist, da muss man ganz umständlich die Ancients bekämpfen, bevor man dann das Allerheiligste vorrückt. Dann steht die blöde Hexe da und schnipp, sind ihre Diener auch da. Die mussten auf einmal da nicht umständlich die ganzen Ancients weghauen. Das ist gut gemacht. Das, also früher ging auf einem Weg weiter, aber jetzt kann man nur hier lang gehen. Aber weil es halt diese Andeutung gibt, dass es hier mal früher eine Brücke gab, wirkt die Welt, obwohl sie ein Schlauch ist, nicht ganz so schlauchförmig. Also es sieht so aus, als ob man jetzt halt nur zufällig nur da lang gehen kann, weil da gerade die Brücke kaputt ist. Natürlich weiß man, dass das Level so designed ist, dass man da lang gehen kann, wo es dann auch weitergeht. Aber die Grafik wirkt nicht ganz so schlauchig. Hier sind wir jetzt in einem meiner Lieblingsgebiete, Festering Woods. Leider ist das Gebiet relativ klein, es gibt nur dieses eine Gebiet, wo dieses Tileset genutzt wird. Das finde ich ein bisschen schade, hätte man mehr draus machen können. Aber es ist ja sehr gut ausgearbeitet mit diesen, wenn man jetzt mal ein Stück zurückgeht. Jetzt muss dieser Monster hier killen. Diese parallaxverschobenen Hintergründe. So, hier ist man noch. Hier ist ein Tempelbereich. Tempel, Tempel, Tempel. Jetzt gewinnt unmerklich der Wald an Tiefe. Jetzt sieht man dann welche, was ich was. Halt abgestorbene Bäume. Und schon ist man mittendrin im Wald, obwohl man eigentlich nur ein paar Meter gelaufen ist. Sieht noch so Überreste von irgendwelchen alten sakralen Anlagen. Also ich finde, dass die Festring Woods, das ist jetzt bloß eine Art Einbuchtung, man geht hier rein, holt zwei Dinge, geht dann wieder raus. Dass der Aufwand für diese schöne Grafik sehr groß dafür ist, dass dieses Tileset einmal jetzt nebenbei in diesem
Questlinie benutzt wird. So, kommt. Zack, alles. Da ich Hardcore spiele, versuche ich wirklich immer alles hinter mir aufzuräumen. Habe ich keinen Bock dann, wenn ich halb tot irgendwo rauskomme, eins in die Fresse kriege ich einen Unfall. Beim Templar nehme ich immer die linke Reihe. Skills. Peek nach vorne, also. Auch ganz schön gemacht hier, finde ich, diese zerfallenen Steine. Wo jetzt diese unterirdischen Tempelanlagen herkommen sollen, ist mir nicht ganz klar, ob das eine Erweiterung ist von dem Tempel, der jetzt hier links wäre. So, bevor ich diesen Quest mache, gucke ich mich um, ob hier alles okay ist. Das sind jetzt die Elite-Dinger, oder die Champion-Monster. Ja klar, Waller, auch das noch. Gestern habe ich mit dem Witch-Doktor in Albtraum Diablo gekillt. Mit Level 52. So weit war ich in Hardcore noch nie. Selbst sich mal durchlesen, was diese Falle hier macht, ob der irgendwie Schaden macht oder ob die nur die Monster verlangsamt. Verlangsamt nur, macht gar keinen Schaden. Wie viel Zeug das Schaden macht. Am Anfang der Beta gab es nur Skills, die Heatrit aufgebraucht haben. Und da hatte man dann oft sekundenlange Phasen, wo man nur den Standardangriff machen konnte, weil man keinen Heatrit mehr hatte. Und später hat Blizzard das auf dieses Regeneration und Spending umgearbeitet. Was ich allerdings insofern suboptimal finde, da auch andere Klassen das System benutzen und dass jetzt nicht mehr Klassen einzigartig ist. Anstatt das den schönen Wald zu genießen, ist es effizienter zum
LP zu gehen. So, zack. Zack. Ehrlich gesagt, finde ich diesen Tempel jetzt ein bisschen enttäuschend grafisch, wenn man sich mal überlegt, wie detailliert alles hier vorausgearbeitet wurde. Es sind einfach so ein paar zerfallene Steine, ein paar Wasserfälle. Lass uns Blizzard auch noch lernen, diese scheiß Einblendung hier, die nerven total, ja, Quest erfüllt. Als ob ich das immer extra lesen muss. Und auch, dass man diesen Elective-Modus für die Skillwahl aktivieren kann. Das blendet er immer ein jetzt, wenn man gerade frisch nach Albtraum geht. Selbst dann, wenn man diesen Modus schon aktiviert hat. Also ich finde, die sollten diesen Standard-Modus, den Nicht-Elective-Modus, komplett rausnehmen. Denn wenn ich jetzt, ob ich hier nun die, das sind nur die beiden Pfeile, die man dann eingeblendet bekommt. Die würden jetzt auch an Anfänger nicht durcheinander bringen. Dann glaube ich, gibt es auch immer noch die beiden Tooltip-Typen. Das eine Tooltip macht Schaden, das andere Tooltip macht so und so viel Prozent Schaden, als ob das, also keins davon ist wirklich hilfreich. Und die Standardversion ist komplett hirnlos. Gucken wir uns das doch mal an. Gameplay. Komplett ausstellen hier. Show Advanced Tooltips. Klicken wir mal weg. Standard Tooltips. Hier. Legt eine Falle. Tumble Acrobatic to avoid attacks. Slowing up to two enemies. Das up to ist auch eine Sache, da will man wissen, was es nur macht, dann steht da bis zu. That seeks additional time. Das. Gut, dann werde ich das mal verkaufen, was ich so angesammelt habe. Das nervt mich zum Beispiel auch, wenn ich im Reparaturmodus bin und was verkaufen will. Sagt er, okay, reparieren. Also der könnte ja zwar automatisch auf den Verkaufsmodus umwechseln, wenn ich mit rechter Maus drauf gehe. Und vor allem, wenn ich hier bin. Ah, das funktioniert sogar inzwischen, aber was. Gut. Habe ich lange nicht mehr ausgebaut, benutze ich kaum noch das Crafting. Habe ich am Anfang im Hardcore-Modus ziemlich oft genutzt. Aber inzwischen lohnt sich das kaum noch. Zeige ich nochmal schnell meinen Witch Doctor. Level 52, jetzt Hölle. Spiele ich als mit Pets. Die beiden permanenten Pets habe ich aktiv. Dann natürlich Splinters gegen einzelne Monster. Das sind Froschregen gegen Gruppen von Monstern. Kostet jetzt deutlich weniger Mana, die Frösche zu casten. Das ist die letzte Rune,
dass man nun gar kein Mana mehr braucht, eigentlich sinnlos ist, weil man vor allem durch die erhöhte Mana-Regeneration beim Werfen der Frösche jetzt eigentlich nicht mehr out of Mana werden kann. Das war früher die Abwägung. Will man jetzt dauerhaft Frösche casten bei der letzten Rune oder will man sich das aufheben? Man sieht, ich kann da regnen, regnen, regnen und die Mana-Kurve bleibt voll. Da habe ich natürlich noch Soul Harvest. Und Acid Cloud. Acid Cloud ist sogar eigentlich mein Hauptdamage Spell. Hab die Rune genommen, dass der Radius größer wird. Dann habe ich zwei, dreimal die Cloud drauf, dann ist die Ruhe. Durch die erhöhte Mana-Regeneration spielt sich der Witchdoktor dann natürlich jetzt mehr wie eine Zauberin. Er hat ja auch eine sehr schnelle Regeneration. Es ist eigentlich ineffizient, wegen den drei Monstern da Acid Cloud drauf zu hauen, aber man kann es leisten, weil die Mana-Kugel sich schnell genug auflädt. Tausend Leben und 3200 DPS ohne Buff. Der Dicke hier macht sogar Schaden ein bisschen. Den Templar habe ich ausgebaut. Der macht wenig Schaden, aber er hat ordentlich HP durch die Items. Dass er nicht gleich aus den Latschen kippt, sondern noch mitblockt. Damit spielt sich der Witch Doctor jetzt natürlich deutlich mehr nach Necromancer. Oh, ein Schatzgoblin. Ich gehe gleich nochmal schnell die passiven Skills durch. Dazu gehe ich aber in die Stadt, also ich habe jetzt keinen Bock hier aus Versehen umgehauen zu werden, nur weil ich vielleicht übersehe, dass da irgendwelche Monster sind. Ich habe natürlich den Skill, dass ich weniger Schaden nehme. Dann mehr Mana Regeneration, dass ich immer schön diese Acid Cloud raushauen kann. Und, das will ich gerade, den habe ich eigentlich nur gegen Bosse eingestellt. Denn gegen Bosse nehme ich ja vor allem Splinters. Und es verbraucht so wenig Mana, dass man es gar nicht merkt. Dann macht er lieber mehr Schaden. Gräfin Justice wäre wahrscheinlich der bessere Skill jetzt. Probieren wir mal aus. Bei Fröschen in den Regen, das sieht man ja. Bei Poison Dart logischerweise Splinters. Die Spinnen sollten jetzt eigentlich spielbar sein mit dem Patch 1.04, habe ich aber auch noch nicht groß probiert. Jetzt habe ich die Zombie-Dogs neu gecastet, das konnte ich gar nicht einstellen. Das ist auch unelegant, jetzt kann ich mir nicht die Zombie-Dogs angucken, nur weil ich die gerade gecastet habe.
So, bei Soul Harvest natürlich das, was Leben auflädt, dass ich das schnell als Ersatzpotion nehmen kann. Praktisch, wenn ich HP brauche und die Potion im Cooldown ist und keine Orbs in der Nähe sind, dann gehe ich am Monster ran, caste das schnell und lade ein bisschen Leben auf. Asset Cloud, wie gesagt, dass ich den größeren Radius habe. Das dicke Viech im Moment, dass er hier zum Monster wird, wenn in der Nähe dicke Monster sind. Aber das kann nur alle 120 Sekunden passieren, da weiß ich nicht, ob andere Runen vielleicht besser wäre, dass ich dann einen geringeren Bonus habe, den aber ständig. Hier weiß ich nicht genau, wie das funktioniert, ob ich damit nochmal extra 10 Leben, 10% Leben, also ob ich mit dem passiven Skill das 20% Schadensreduktion mache, die ich effektiv 30% kriege oder ob das multiplikativ läuft oder so, aber da ich im Hardcore-Modus bin, nehme ich lieber das, dass die Dummy-Dogs mir ein bisschen von meinem Schaden abfedern. Der WD spielt sich also ziemlich strategisch. Man steht hier hinten, aber geht mal kurz nach vorne, um Soul Harvest zu casten. Zack, voller Buff. Haut hier die Dings raus, geht zurück. Und man fühlt sich mehr so wie ein General, der jetzt die Richtlinie des Kampfes festlegt, als jetzt ständig selbst mit der dicken Waffe wie ein Barbar aufhauen muss. Gut, ich denke, dass es erstmal das gewesen sein soll.